Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Corpse Party 2 Dead Patient Chapter 1. So, wir suchen nach einem Ausgang, aber irgendwie suchen wir auch nach unseren Freunden. Wir können uns scheinbar nicht so ganz entscheiden. Oh. Okay, erstmal wieder. Wie kommt es eigentlich, dass ihr euch alle kennt? Wir sind einfach Klassenkameraden. Aber wir sind schon seit unserer Kindheit Freunde. Oh, wirklich? Das ist alles? Hä? Traut sie uns nicht, oder was? Ich meine, hier drin braucht man eigentlich im Grunde niemanden trauen, aber... Ach, herrje. Was denn? Naja, ihr habt ja eben gesehen im OP-Raum. Die Patienten hier hassen das Licht. Deswegen sind Korridore, die hell beleuchtet sind, sicher. Aber... Wenn sie so dunkel sind wie hier... Oha. Ah, oh Gott, habe ich mich erschreckt. Ja, ich weiß nicht genau, wo wir lang wollen. Wir wollen in den ersten Stock, also ist am... Ach so, es ging mir ja... Oh, ey. Okay, wir können nicht mehr, genau. Es ging mir auch gut. Oh, es ist wirklich sehr dunkel. Vielleicht können wir uns hier verstecken und wenn er dann vorbeiläuft, falls er vorbeiläuft, oder er läuft auch einfach nur gegen den Schrank und hört wahrscheinlich nie wieder damit auf. Oh nein, er hört wirklich nicht damit auf. Oh, okay. Wenn nicht, renne ich gleich einmal komplett... Wartet. Eieiei. Na toll. Komme ich hier vorbei? Ja, komme ich. Hier, komm. Ja! Das habe ich nicht richtig gesehen. Oh, sorry. Okay, und jetzt holen wir schnell den Aufzug. Und er geht nicht. Das ist ja toll. Er ist kaputt. Er kommt nicht wieder hoch. Wieso? Was ist denn jetzt verkehrt damit? Ja, das ist die Frage, ne? Und wo ist das Viechchen da hinten jetzt? Na toll. Wartet mal, hier ist ja eine Gauze gleich. Ja, ich use das. Ich hole mir gleich das, was hier rumlag. Da ist es. Okay, super. Dann gehen wir halt hier lang. Ja. Lasst uns mal hier durchgehen. Ach nee, das ist ja der andere Raum. Oh, jedes Mal wieder. Ein Stück weiter müssen wir leider noch. Oh Mann, die sind so blind, ey. So, und nochmal speichern. Und noch eine Dose, die ja so unheimlich nützlich ist. Ja, also wenn der da hinten ist, ist das natürlich auch keine Gefahr. Ist hier irgendwie noch was zum Einsammeln? Nee, sieht nicht so aus. So. Ich meine hier hinten, wenn jetzt... Hä? Okay. Ich habe mich mal wieder vertan. Dann gehen wir halt unten lang. Hä? Hier ist er jetzt auch zu. Nein! Hä? Was? Okay, also, hä? Dann haben wir ja gar keine Möglichkeiten mehr. Das hier ist zu. Das hier kann ich noch ausprobieren. Ist auch zu. Ja, okay, also hier geht's scheinbar nicht weiter. Hä? Wo kann ich denn noch lang? Das ist auch zu. Und hier sagt sie bestimmt ja auch immer noch, genau, dass das nicht klappt. Das ist ja alles sehr interessant gerade. Da, da, da. So. Dann schauen wir mal hier unten. Wieso, wenn die aber Licht nicht mögen, warum funktioniert das eigentlich nicht, die einfach anzuleuchten mit der Taschenlampe? Okay, ich glaube, hier geht's halt einfach weiter. Dann ist hier jetzt wohl offen. Sonst war hier ja immer zu gewesen. Aber jetzt ist offen, genau. Okay, kein Problem für uns. Supi. Da wären wir. Dann können... Oh! Was? Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Ach so, das war da oben. Irgendwer wurde getötet. Die Ansteckung ist überall verbreitet. Sofort evakuieren. Der Haupteingang wurde versiegelt. Oder wird versiegelt.
Okay, das ist ja nicht so gut. Können wir immer noch in die Toiletten? Aber da wird ja nichts sein, oder? Nö, dasselbe wie immer. Hier gucke ich mich jetzt auch nicht um nach irgendwelchen Medical Charts. So, jetzt sind wir ganz vorsichtig. Okay, das ist zu. Hier können wir auch nicht drücken oder so. Ah, Moment, da ist irgendwas. Ich erkenne es nicht so ganz. Ich probiere es erstmal. Hui! Ah, Fehler! Oh, da ist direkt noch einer. Okay, ist nicht schlimm, ich bin nur einmal verletzt. Wir wissen ja, wie oft wir erwischt werden können. Sehr oft. Och, nö! Auch verflixt und zugenäht. Verflixt und zugenäht. Ja, sehr gut. Ja, die sagen nochmal dasselbe. Ah, ich weiß nicht, ob ich das nehmen soll. Ach, ich nehme es mal. Oh nein, das ist wirklich schlecht gerade in dem Moment, wo ich speichere. Jetzt werde ich immer da erwischt werden, nachdem ich gespeichert habe. Toll. Okay, ist versperrt. Oh, was? Ach so, es hat sich so komisch bewegt. Ah, ein neues. Ich glaube, dann nehme ich direkt nochmal. Jetzt haben wir wieder drei, ne? Ja, dann nehmen wir eins. So. Hier? Nee, da kommen wir gar nicht mehr rein. Oh, da liegt was. Ein Medical Chart. Dann schauen wir mal, was ist hier drüben. Oh je. Nicht gut. Da ist noch Gauze. Die will ich schon ganz gerne haben. Die Frage ist, ja, wahrscheinlich wollen wir zum Haupteingang, um jetzt schnell rauszukommen, ne? Was? Ah, manchmal bleibt sie so komisch stehen. Ja, wir wollen zum Haupteingang. Huch? Hä? Tishimitsu! Hä? Ach, die schießen wahrscheinlich. Oh nein! Shimazaki! Ach, Gaskanister! Sie schießen mit Gaskanister nach uns! Bleibt zurück, oder ihr werdet auch erwischt, Ito! Aber... Wir kommen hier schon raus, vertrau mir. Aber ihr beiden müsst die Chance ergreifen und rennen, solange ihr könnt. Erzählt der Welt, was hier drin los ist. Alle müssen es wissen. Ja, aber wir können doch da jetzt nicht rausrennen. Überlass das mir. Die Wahrheit zu berichten, ist mein Job. Also soll ich jetzt tatsächlich... Oh! Ui. Oh! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Okay. Oh! Rizko, die Tür! Halte durch, ich werde sie öffnen. Alles klar, ich versuche sie abzulenken und du konzentrierst dich darauf, sie aufzubekommen. Verstanden. Was? Wie? Was? Was soll ich denn machen? Ich nehme mal nochmal. Also muss ich jetzt einfach nur durchhalten, oder was? Miss Ito, es ist auf. Aha, okay. Dann komme ich mal. Hallo, ich bin da. Schnell. Oh, ihr geht nirgendwo hin. Oh, Masami. Wieso? Was für eine närrische Frage. Tote Patientin, wenn du dieses Krankenhaus verlässt, bedenke doch, wie das die Welt beeinflussen würde. Was? Wovon redest du da? Chiyomi Shibai! Was ist hier los? Und was meinst du damit, tote Patientin? Oh, du bist wirklich schwer von Begriff, Rizu. In vielerlei Hinsicht. Oh, das tut mir jetzt doch sehr leid für sie. Schwer von Begriff. Sowohl vom... Ja, okay, das passt im Deutschen jetzt nicht so. Ich glaube, er beleidigt sie halt gerade massiv. Ich meine... Hä, ich weiß gar nicht, was er meint. But I assume, ich gehe davon aus, du hast das Sternchen wischen? Weiß ich gerade nicht, wie das gemeint ist. Ja, viel besser.
Nasenbluten ist schließlich eine ernsthafte Angelegenheit, weißt du? Mit all dem Blut kann man nicht vorsichtig genug sein. Also, du willst die Wahrheit wissen, nicht wahr? Ja. Oh, du bist ja eine Hübsche, hm? So mag ich das. Ja. Nein! So hübsch und so pink in deinem Körper. Kannst du dich um dich selbst kümmern, Ito? Huch! Mein Herz! Mach dir keine Sorgen, glaub einfach an dich selbst. Deine Session beginnt gerade erst. Aber sieh bloß zu, dass du nicht so erbärmlich scheiterst wie diese anderen toten Patienten, okay? Oh nein. Also haben wir, die uns lebendig fühlen, wahrscheinlich auch alle schon längst dieses Loch in der Brust. Schade, es wird wirklich gerade interessant, ne? Und jetzt können wir halt davon ausgehen, dass, Kapitel 2 nie kommen wird. Ich sag's, wie es ist. Es ist seit Jahren Funkstille. Naja, nee, nicht seit Jahren Funkstille, aber seit Jahren ist nichts gekommen. Und ich glaube, seit einem Jahr oder so ist Funkstille und man hört nichts von dem Team. Also, ich bezweifle, dass da noch was kommt. Aber es ist auch so gameplay-technisch echt, weiß ich nicht. Sie haben das so versucht mit diesen Viechern, die einen verfolgen, aber so richtig hat das nicht funktioniert. Und mit den Dosen ist das auch völliger Blödsinn. Auch eben am Ende da, wo diese ganzen Soldaten waren, warum soll ich da stehen bleiben und irgendwohin eine Dose werfen? Mal davon abgesehen, dass es nie funktioniert hatte, ist es auch am Ende total blödsinnig. Da rennt man doch eher vor denen fort. Das macht halt nur Sinn, wenn die einen noch nicht gesehen haben, eine Dose zu werfen. Naja. Und das mit dem Heilen war halt auch komisch, weil irgendwie war man meistens dann geheilt, sobald irgendein Event geschehen ist. Und das ist fast immer passiert, nachdem man verletzt wurde. Also, naja. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Es hat schon irgendwie Spaß gemacht. Ja. Vielleicht auch, weil es nicht perfekt war. Man konnte sich auch so ein bisschen drüber lustig machen. Ja. Sie haben schon viel Arbeit, denke ich, reingesteckt. Sie mussten ja, glaube ich, auch das alles selber programmieren, die Engine und so. Und das macht man ja auch nicht mal eben nebenher. Aber cool wäre noch gewesen, ein bisschen mehr synchronisiert, weil da, wo es synchronisiert war, war es wieder qualitativ sehr gut. Und was hätte ich mir noch gewünscht? Bisschen andere Grafik. Ich stehe halt eher auf die Grafik von den alten Spielen, aber ich kann auch verstehen, dass man das modernisieren muss irgendwann. Oder will, sag ich mal, modernisieren will. Ich fand die Musik ziemlich gut, muss ich sagen. Die war ganz ordentlich, wenn sie mal gespielt hat. Ein bisschen zu laut abgemischt im Vergleich zu den Stimmen manchmal, aber das war okay. Ja, und wie gesagt, Gameplay war naja. Und die Story war so auch naja. Also ich muss aber sagen, gegen Ende wurde es schon interessant. Schade, dass wir den Typen nicht mehr kennengelernt haben, der da nach den anderen Leuten sucht. Da hätte man vielleicht auch einfach überlegen können, ob man so zwei Protagonisten macht, zwischen denen man hin und her wechselt. War ja nun in den anderen Cops Party auch häufig so, dass man verschiedene Gruppen dann begleitet hat. Hätte man so machen können. Aber naja. Das ist, wahrscheinlich sowieso alles hinfällig, weil nie ein zweites Chapter kommen wird. Bleibt uns nur Fanfictions durchzulesen. Aber dazu gibt es bestimmt welche, könnte ich mir vorstellen. So, dann haben wir tatsächlich jetzt nochmal die Credits durchgeguckt, weil ich doch recht viel zu sagen hatte. Sonst hätte ich die nämlich rausgeschnitten, aber jetzt sind wir ja fast durch. Und außerdem, vielleicht kommt noch was nach den Credits. Also ich denke, dass das hier das True End ist. Wir hatten da ja auch so zwei Sternchen und eins war voll. Das hier muss das zweite Sternchen sein im Menü. Mal gucken, ob jetzt noch was kommt. Nö. Aber wir haben noch X-Chapter. Also wir können es noch anfangen, aber wir werden es nicht komplett in dieser Folge noch machen, weil ich kann auch nicht so lange... Oh, können wir da überhaupt speichern dann? Das ist natürlich schlecht. Aber jetzt ist die Folge so kurz, die kann ich auch nicht so lassen. Oder doch, ich kann sie so lassen. Dann ist ausnahmsweise mal eine kürzere Folge. Tut mir sehr leid. Aber dann kann ich, dann machen wir X-Chapter. Ich nehme an, dass das in einen Part nämlich dann passt. Dann machen wir das lieber
extra das extra Chapter. Weil, wie gesagt, ist ein bisschen komisch, dass es da keinen Load-Button gibt. Und hier haben wir jetzt auch noch das letzte Bild. Sehr mysteriös. Was hat es damit auf sich? Wir werden es vermutlich nie erfahren. Oh Mann, dass man immer hier wieder am Anfang ist, ist auch strange. Okay, also dann machen wir in der nächsten Folge X-Chapter und dann ziehen wir das einfach durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es länger als eine halbe Stunde geht. Und ja, dann, wir sehen uns also nochmal wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.